So, und da fehlt noch eine Sache, nämlich das hier. Gut. Also, ich muss mich leider ein bisschen umgewöhnen, wie schon gesagt. Ich probiere es jetzt mal mit 1920 im Fenstermodus, mit leider einer 5770 Grafikkarte. Wir sehen gerade einen langsamen Ausbau von Maus, erstmal nur A-Haus gedeckt, also sicher schon für einen kleinen Action-Peak, HE, Granatenregen, irgendwas vorbereitet. Und erstmal geschaut, ob man vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hätten sie eine kleine Flanke versucht vom A-Haus, wenn da Granaten geflogen wären. Legia kommt jetzt nochmal delayed. Action nachts wird aber auf jeden Fall B draufgehen. Oder die Option wäre natürlich noch in den Weinkeller zu gehen. Hunden steht aber nicht schlecht von den Wolves. Da hat er auf jeden Fall einen ziemlich kleinen Schlitz auf beide Positionen. Ich denke, da kann beides ansagen. Wird gleich auf jeden Fall einen Shot setzen. Frage ist halt natürlich, ob er trifft, aber wird auch den wichtigen Call dann auch machen können. Er ist im Moment total alleine am Spot. Und auch, wer war der letzte? Legia ist schon rüber geschoben. Jetzt kommt die normale B-Smoke, glaube ich. Nee, jetzt kommt die Kurz-Smoke. Und Hunden ist ein ziemlich großes Problem. Kopenhagen Wolves haben sich da ein bisschen verschätzt. Holt einen Moment alleine on Spot, damit rechnet Maus noch nicht mal. Und damit ist der Spot eingenommen. Von hinten ziemlich schnell ist Freeze da. Der wird aber. Nee, der kriegt nicht von Trouble ins Gesicht. Und Freeze kann sogar noch einen zweiten machen. 3 gegen 4 Situation, Bombe tickt schon ein bisschen, aber die Kopenhagen Wolves konnten halt ziemlich schnell schieben, weil er nicht sofort unten gefallen war. Und das sollte jetzt wohl dann auch die Entscheidung sein. Sonic im 1-on-3 noch. Kriegt aber noch 2, wird dann aber gepusht. Holt er schon fast noch das Beste raus, was möglich war. Bombe wird defused. Deathgate wäre auch noch was dabei gewesen. Und damit geht die Pistol Round an die Dänen. Wie gesagt, war kein schlechtes, sag ich mal, rauskommen hier erstmal vom Baseball. Das Problem war, dass hier der Spieler ein bisschen zu lange belebt hat. Das würde ich vielleicht gar nicht als Knackpunkt sehen. Der Knackpunkt war wirklich die 2 Frags da von Freeze. Wenn da, ich glaube, Trouble war es halt wirklich den Up-Aimer richtig hinbekommt. Und irgendwie schafft halt natürlich sofort das Gesicht zu drücken, bevor halt die USP, die natürlich den 100 Damage in dem Fall macht, den Headshot drückt, dann wäre die Runde auch entschieden gewesen. In dem Fall hat er, glaube ich, auch dann Freeze sofort nachgepusht, konnte den zweiten Frag setzen. Und das hat die Runde bedeutet. Also Forest ist immer Freeze, Forest Bambi. Forest Bambi ist schon seit Jahren Freeze. Der nennt sich irgendwie nicht mehr Freeze. So, Sonics wieder mit der Deagle, Chris J auch so, sind schon, glaube ich, schon deren Signaturwaffen. Obwohl ich es ja selbst nicht schaue, weiß ich das. Also sollte das auch das bedeuten. Na, Wolves spielen da ziemlich gut, ziehen da das Tempo aus dem A-Haus raus. Und das sorgt dafür, dass jetzt Sonic es nur verzögert den Push supporten kann. Und dadurch ist es natürlich einfach für die Wolves einfacher, hier die Action einfach nur abzuaimen. Chris J mit Glück kann hier noch einen Schiebefrag holen gegen Hunden. Kriegt aber nur eine Mac 7, mit der wird er, glaube ich, jetzt nicht viel versuchen. Bleibt doch bei der Tech 9. Na, und tatsächlich sehen wir mal ein leeres Tech 9 Magazin. Wer hätte das gedacht? Ah, Freeze kriegt auch nochmal einen netten Hit von Chris J. Und natürlich, die Kopenhagen Wolves müssen jetzt hier umgehen, dass sie irgendwie in die Shotgun reinlaufen. Bringt $900. Wäre ein absoluter Glücksgriff dann, wenn Chris J dann nochmal gutes Geld machen kann mit. Natürlich, er wird dann AWP unter Umständen picken. Und jede $900, das ist ein volles Equipment gerade für eine AWP oder eine Pistol. Eine P250 mit bisschen Equipment. So, jetzt Chris J also mit AK, Legia und Gob. Ja, mit der Galil, also haben sie nicht so viel Geld. Bombe natürlich aber in der Pistol Round gelegt. Dadurch allgemein genug Knete hier vorrätig gewesen. Und wir sehen es. Oh, und Freeze kriegt einen schnellen First Frag vom Connector aus gegen Gob. Da haben sie ein bisschen die falsche Option gezogen, da wahrscheinlich. Was, Helium wurde schon gesehen von Legia. Und wird auch geholt. Und da ist ein bisschen gerade wirklich das Problem. Freeze halt mit der Gerät hier. Kann er guten Damage setzen. Auch mit der Gully ist natürlich ein bisschen schwerer halt. Mit der Kasus halt einfacher nur auf Gesicht zu gehen. Es waren zwei M-Duelle, die dann natürlich ein bisschen einfacher wahrscheinlich aus Sicht von Maus gewesen wären, wenn da überall AKs und unter Umständen AWP gewesen wären. Und deshalb, also, Kopenhagen Wolves 3-0 und nochmal eine Eco jetzt für Maus. Mal schauen, ob sie irgendwas Schnelles die nächsten Runden versuchen wollen. Sonics A-Haus, das haben wir auch schon vorhin gesehen. Also das scheint auch Methode zu haben. Bombe wieder Richtung B unterwegs. Das ist so ein bisschen das anscheinend, was sie aus der Pistol haben.
gleichzeitig aber mit ein bisschen mehr Action da. Jetzt war ich jetzt nicht auf Hunden drauf. Hunden hat sich gerade sein ganzes Geld für die Shotgun wieder reingeholt. Der hat den B-Push nämlich aufgehalten. Und da fällt Robley auch. Und kommt mal, muss verlieren, der keine einzige Waffe. Ich bin mal gespannt, ob Hunden hier unter Umständen die Shotgun behält. Das wäre natürlich eine Option. Er hat genug Geld und er kann die Shotgun auf jeden Fall im B-Haus auch gut einsetzen. Diesmal B-Haus komplett frei. Trouble diesmal im A-Haus. Mit Sonics als ja, ein bisschen Support. Mitte anscheinend mit einem normalen Upflash. Und ich glaube, eine Smoke kam da auch. Bin aber auch nicht sicher, ob die jetzt im Connector liegt oder nicht. Lega gammelt ein bisschen am Nuki. Versucht da anscheinend eigentlich nur den Argo frei zu machen. Der müsste dann aber gleich kommen. Parallel aber, nee, SMF pusht nicht durch. Ganz, ganz wichtige Entscheidung hier von SMF, dass er da nicht versucht, die Action zu pushen. Wird jetzt gleich hier einen wichtigen Frag gegen Trouble wahrscheinlich machen, ja. 14 AP bei ihm. Connector Go ist eigentlich schon aufgehalten. Legia noch ein bisschen zu spät noch drauf gekommen. Chris J hat zwar die Arbe, aber natürlich eine sehr gefährliche Lage für ihn. Jetzt stirbt auch Sonix. Und auch Chris J wird da seine AWP los. Unten bleibt also tatsächlich bei der Mac7. Und damit, wir sehen es schon vom Geld her. Eine richtig gute Ausgangslage für die Kopenhagen Wolves, hier auf der CT-Seite eine ordentliche Bank vorzulegen. Hat es auch letztes Mal gesagt gehabt, dass da ja auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit einfach immer ist, auf der starken Seite der jeweiligen Map sich einfach viele Runden rauszuspielen und dann eben unter Umständen, das habe ich auch nochmal angesprochen gehabt, wegen den zwei Mausniederlagen gegen Nip und gegen Titan. Wenn man halt die starke Seite bekommt und ein gutes Halbzeitergebnis bekommt, dann setzt man einfach den Gegner unter extremen Zugzwang. Der muss dann jede Runde halt kaufen. Das könnte Mausbots eben auch jetzt bald blühen, dass sie, in der dass sie auf ihrer CT-Seite halt mehrere Farmers-Runden spielen müssen, einfach um da die ja überhaupt die Chance dann auf einen Sieg zu behalten. Und da hat man natürlich einfach keine Ruhe. Da wird es ein bisschen panischer, ein bisschen hektischer, ein bisschen riskanter auch einfach vor allem. Das nennt man immer so schön, du kannst wenig gewinnen, aber kannst eigentlich nur alles verlieren dabei dann. Und genau das könnte ihnen passieren, wenn sie jetzt nicht langsam so ein paar Runden aufsammeln. Forest, die Offensiv in der im A-Haus. Und das ist prinzipiell auch keine schlechte Entscheidung. Es ist aber Chris J dagegen. Und das sind beides gute AWPs. Und Chris J ist auf jeden Fall der Routinierte. Und vor allem gegen diese andere AWP ist einfach Chris J wirklich ein ziemliches Monster. Ah. Wurde zwar low geschossen, aber überlebt. Das ist ganz wichtig. Da kann er sich auf jeden Fall nochmal umpositionieren. Das passiert jetzt auch. Chris J wird aber den T-Spawn vielleicht sogar die Bombe mitnehmen. Und zwei weitere Frags gab es schon gegen A und gegen Mitte. Auch Resilien fällt, aber das holt man alleine. Diesmal keines Mac7 mehr und die hat Unglück gebracht, die M4, dass er die geholt hat. Erste Runde für Maus also, aber wir sehen es. Kopenhagen Wolves haben jetzt sehr, sehr viel Geld. Die werden also nochmal richtig hier einkaufen in die nächsten Runden. Wichtig aus Maus Sicht ist auf jeden Fall, sie haben 4 Waffen durchgebracht. Das heißt, dass sie letztendlich auch eine Runde jetzt noch Konto haben. Selbst wenn sie diese Runde verlieren sollten, werden sie nächste Runde also auf jeden Fall kaufen. Das ist so immer der dieser Bereich, also 3 bis 4 Waffen, je nachdem, wie man mit dem Geld dann in die erste Runde gestartet war. Das ist halt die Entscheidung, da gibt es dann die Döner-Smoke nochmal. Fries wird also abgesmoked. Können wir gleich mal schauen, ob unter Umständen da nochmal was in den Weinkeller kommt oder nicht. Liga spielt allgemein, glaube ich, gerne, aber ich glaube, auf der CT-Seite pusht er sehr gerne in den Weinkeller. Unten hat er einen Hit abbekommen von Chris J, der pusht jetzt ziemlich weit vor mit der AWP. Hat aber auch gutes Equipment gezogen gleichzeitig. B-Spot jetzt eigentlich total ohne Equipment. Fries ist schon rübergeschoben. Damit konnte die Mitte dann so ein bisschen jetzt hier von Trouble zumindest unter Kontrolle gebracht werden. Da unten verlässt sich jetzt hier so ein bisschen auf die Position. Aber Chris J aimt ihn auch ab. Oder? Na, nicht mehr. Ja. Ja, Kopenhagen Wolves machen das prinzipiell nicht schlecht. Sie müssen jetzt hier ein bisschen auf Timing gehen. Hunden hat Low HP, müssen halt eigentlich eine gute Flash setzen. In der Hoffnung halt, dass dein Hund noch ein paar Frags ziehen kann. Wird dann aber geholt. Und das ist eben mal das Problem eben gewesen bei Hunden, dass er einfach wenig HP übrig hatte. Das wird unter Umständen dann sie eben die Runde kosten. Wo man natürlich dann nicht von einem Fehler sprechen kann. Cillian hat hinten keine Smoke mit ein bisschen Pech. Bombe kann, glaube ich, noch rechtzeitig gelegt werden.
Gob hat hier ein ungleiches Duell dann natürlich direkt nach dem Bombplant. Sonix mit der AWP. Macht aber den Frag souverän. Ist jetzt aber alleine gegen zwei. Bombe liegt... Ja, ich weiß gar nicht, wie die Bombe genau für ihn liegt. Müssen wir gleich mal schauen. So, Sonix verschießt einmal gegen Fries. Und Fries kriegt jetzt den Hit. Da wird er auf jeden Fall durchgezogen von SMF. Und das reicht. Sonix fällt auch noch nach der Zeit. Retake also von Kopfmagenwulfs. Ja, aus ihrer Sicht natürlich perfekt ausgespielt. Bisschen Pech da eben für Maus, dass der Gob... Wollte die Bombe offenlegen, ja. Obwohl eigentlich aber kurz meines Wissens noch nicht unter Kontrolle war, keine Smoke kurz kam. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, was damit geplant war. Also man kann die Bombe ja auch so legen, dass sie zwischen L und Fenster eigentlich gut für dich im B-Haus liegt. Weiß nicht, ob sie da vielleicht irgendwas vorhatten. Vielleicht hatten sie auch vor, kurz danach zu pushen, oder Gob hatte danach vor, kurz zu pushen, in der Hoffnung, dass da gar nichts ist. Dann hätte er natürlich einen absoluten Jackpot-Spot gehabt, wenn er da unbemerkt durchkommt. Aber gut, dadurch Maus jetzt wieder nochmal in der Force Round auf jeden Fall. Bombe hat ihn auf jeden Fall auch noch ein bisschen Geld gebracht. Chris J. Ja, hat ihn gesehen und macht auch so viel wieder den Frag gegen Assilian. Okay, er ist jetzt sehr, sehr gut gegen Legion Gob B. Hat zusammen so 120 Damage gezogen, 110. Ah, mal schauen. MSL. Ah, auf Gehör. Gut gemacht von ihm. Sonic sprayt ein bisschen SMF runter. Er ist auf jeden Fall bekannt. Kann aber nicht wirklich supporten. Freeze mit 2. Chris J jetzt hier von 5 Seiten umgeben. Und da, ja, kann natürlich am Ende da nichts Gutes rauskommen. 1-on-4 für Sonics. Und ja, da lässt sich auch einfach kein Frag natürlich hier erzielen. Und am Glück holt er sich noch ein, ja. Aber dann kommt sofort der Refrag und die Wurst machen das einfach damit extrem souverän. Auf Frag, Fold, Refrag. ...8:1 und Maus also wieder ohne Geld unterwegs. Sonics geht schon wieder Def. Also da ist die Runde eigentlich auch schon gegessen. Smoke nämlich liegt von unten. Absolut perfekt. Vom Timing her, das kostet Maus wichtige Zeit. Wolves, na, stehen eigentlich gar nicht so gut gegen B. Ein bisschen Pech fällt hier unten. Bombe kann dann noch gelegt werden. Oder auch nicht. Na doch, Gob holt noch einen. Fries, das ist die Ave. Und der Cillian ist kurz auch schon durch. Also Wolves werden auf jeden Fall den Retake durchspielen, wenn jetzt hier die Bombe zu schnell gelegt wird. Ja, aber Gob hat den Read, trotzdem fällt er hier. Sonic 17 AP auch nicht. Aber eigentlich ist noch das Beste hier gerade rausgeholt. Mit ein bisschen Glück hätten sie noch die Waffe, die Bombe legen können. Aber das ist natürlich hier aus meiner X-Ray-Sicht einfach zu sagen. Zwei Waffen am Ende noch dann gezogen. On-Spot und den L-Spieler. Und dann natürlich eben, dann stehen halt 10 Leute um dich herum. Lässt sich nicht mehr sehr viel rausholen. Hier war mal richtig gestackt Richtung B. Und dann wahrscheinlich so ein Navi-Go mir geben. Smokes, On-Spot und Go. So, Hund muss jetzt wieder tapfer stehen. Das hat eigentlich Mouse-Spots gut ausgemacht, dass der B-Spot da nicht so perfekt einfach von der Anzahl her gedeckt ist. MSL ist jetzt kurz. Wurde eigentlich gut weggeflasht. Fällt jetzt aber unten. Ist noch da und der wird nicht von Sonics geholt. Damit 4 gegen 3 Situationen trotzdem. HP sind ziemlich ausgeglichen. Unten fällt jetzt auch. Gob jetzt mit 2 Frags. Und das bedeutet die 3 gegen 1 Situation. Und da. Ja, oh Gob, sogar nochmal mit einem starken 4. Frag hier. Und da hat sich einfach wirklich rentiert eben gerade. Und dass man doch nochmal ein bisschen. Diesen Spot selber aus dem, sag ich mal, nicht fokussiert hat, sondern dass man ein bisschen sich rausgedrückt hat und eben die Kopenhagen-Wolfs da in die Aim-Duelle gezwungen hat.
Denn wenn man natürlich einfach als Tier auf dem Spot ist, dann ist es natürlich sehr schwer für die CTs genau zu predikten, wo man eigentlich, aus welcher Ecke, von welcher Seite man herkommt. Ob man zum Beispiel als Fenster, ob einer hinterm Truck kommt, ob einer von der Bank schaut. Und das haben sie gerade eben gut ausgespielt. Die kommt, man muss schien damit ein bisschen einfach, ich will nicht sagen überfordert zu sein, aber einfach nicht zu wissen, wo die Mäuse herkommen. Und dann halt gehabt wirklich mit starken Frags auch einfach. So, und jetzt wird es halt einfach mal in die andere Richtung versucht. Das ist auch keine schlechte Entscheidung. Jetzt so auf den B angespielt, dann hat es einmal funktioniert. Dann wird auf jeden Fall eher ein bisschen mittellastiger oder B-lastiger aufgestellt. Trotzdem, MSL, der kann einen holen, rechnet aber nicht damit, dass anscheinend Gob noch durchlegt. Und er ist natürlich jetzt in ziemlich dicken Problemen. Muss hier irgendwie rauskommen aus der Smoke. Selbst auch, keine Ahnung. Ziemlich planlos da gewesen, wo er genau steht. Aber die Bombe liegt. Und die Bombe liegt offen. Und dann liegt die Bombe gut. Oh, erster Bombenversuch, Gefühlsversuch war da. Ging aber nicht auf. Und Chris und Trouble regeln dann hier. Also, dritte Runde und die brauchen auf jeden Fall. Die Mäuse brauchen eigentlich jede Runde jetzt hier, um noch eine einigermaßen gute Ausgangslage zu bekommen. Und dann wiederum auch die Pistol. Das Gute aus ihrer Sicht ist jetzt, sie könnten in dieser Runde einen Riesenschritt dafür tun. Nach dieser Runde wird nur Assyrian und SMF ein bisschen Geld haben. Die werden, ich denke auch die Wolves werden dann kaufen. Die werden die 14. Runde nicht irgendwie sparen lassen. Also wenn es eine gute Möglichkeit gibt, jetzt sich hier wieder ins Spiel zu bringen, dann ist es eigentlich diese Runde. So, Legia. Am Weinkeller. Also wird aber auch durchgezogen. Vielleicht Legia gleich als Backstabber. Gleich, mal, was sie so bringt. Aber wollen wir natürlich nicht sehen. SMF First Frag unter Holz. Da kommt jetzt ein Molly rein. Zwingt der SMF raus. Der macht aber keinen Frag mehr. Ist Cillian da erfolgreich? Legia ist auch schon gefallen gegen Fries. Der hat da anscheinend wirklich gut aufgepasst gegen hinten. Und das sind jetzt vier Spieler von den Wolves mit 100 HP. Sonix, ja, braucht eigentlich auch nicht mehr die. Braucht keine Granaten zwar mehr, aber. Ja, natürlich nicht die wünschenswerteste Situation hier. One on four. In einer wirklich wichtigen Runde, die nur einen Turnaround hätte bringen können. Und der fällt dann auch. Ja, also Kopfmann ist schon zweistellig. Das muss natürlich das Ziel dann sein, also wenn man eine gute CT-Runde spielen und eine gute CT-Seite spielen will hier auf Mirage, dass man da irgendwie sich in die zweistelligen Ränge reinbringt. Aber Mousebot ist jetzt einfach in dem Fall jetzt einfach extrem abhängig von ihrer CT-Pistol. Die müssen sie auf jeden Fall holen, schon jetzt. Ach, Alt muss man drücken. So, Smoke kommt. Damit zumindest der Döner schon mal frei. Chris J mit der AWP, bleiben wir einfach mal auf ihm drauf, denn letztendlich wird es wahrscheinlich hier auf ihn dann ankommen. Na, unten steht noch SMF. Ich glaube, er steht direkt Anti-Action. Ja, da könnte hier einen easy Refrag ziehen oder zumindest ja noch einen anderen Spieler holen. Und er holt sich auch noch beide und die Bombe und das ist natürlich jetzt sehr, sehr bitter. Zu Beginn wäre es besser gewesen natürlich aus Sicht vom Maus, dass er da unten Action den Frag setzt und den Spot aufgibt. Aber dass der zweite halt dann mit der Bombe natürlich fällt, das darf nicht passieren. Und jetzt muss Gob richtig aufpassen. Und SMF ist schon oben. 40 HP noch beim Dan. Jetzt kommt der Action hoch. Wird aber noch geholt. 3 gegen 2 Situation. Chris J jetzt aber fällt on spot. Und jetzt muss ich mal überlegen, ob sie da wirklich jetzt nochmal schnell drauf wollen. Chance wäre natürlich da, wenn sie hier Freeze schnell kassieren können. Und den holen sie sich auch noch. MSL jetzt macht. Haben die da das 1-on-1? Oh Gott, vielleicht jetzt durch die starke Runde vorhin beflügelt. Hat die Bombe, könnte sie theoretisch auch legen. Ich weiß nicht, ob er das unbedingt möchte. Ah, doch. Kann jetzt auch, glaube ich, die Bombe gut legen, ne? Weiß, dass MSL eigentlich hinten steht. Sollte natürlich aber vermeiden, hier zu legen. Wird dann halt auch geholt. Also, 11. Runde für die Kopenhagen Wolves. Das, ja, riecht dann schon wirklich nach Entscheidungen in der ersten Halbzeit.
15. Runde steht jetzt also an. Können wir ganz kurz nochmal auf die Kills gucken. Weil letztens irgendwie weiter geflamed wurde. Ich lese hier für die Leute vor, die das nicht sehen können auf ihren Handys. SMF 1606. MSL 1366. Fries 1324. Cillian 1407 und Hunden 438. Der hat ja auch die schwerste Position da am B-Spot bisher gehabt. Gob 9012. Sonix 8212. Chris J 7211. Legia 4014 und Troublade 3011. Jetzt sehen wir gleich nochmal einen B-Go. Und Hutten vielleicht jetzt die Chance, ein bisschen seine KD zu pushen. Zwei Kills macht er noch. Und Maus ist noch nicht mal on spot. Und da steht auch noch MSL. Und mit dem werden sie eigentlich hier nicht rechnen dürfen. Trouble muss jetzt für die Info mit dem Leben bezahlen. Chris J. Er konnte auch nichts irgendwie silent vorpushen, wo er zwei, drei Kills machen kann. Wird schon gesehen. Oder auch nicht. MSL schießt seinen eigenen Teammate an. Trotzdem. Hätte das nicht am Outcome. Also, Kopenhagen Wolves. 12 CT-Runden. Das ist, denke ich mal, mehr als sie auf jeden Fall geahnt haben. Und das könnte also eine ziemlich schnelle erste Halbzeit und auch eine schnelle zweite Halbzeit wohl werden. Müssen wir mal schauen. Das ist noch Warm-up, keine Sorge. So, also zweite Halbzeit Start, Maus, ja, braucht ein kleines Wunder, braucht ein riesen Comeback. Ja, und auf jeden Fall ganz wichtige Befehle hier. Wir sehen jetzt dreimal Kevlar, Defkit bei Sonix und Gob mit der 5-7. Ich habe die jetzt, glaube ich, ein paar Mal schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei Gob war oder allgemein, was da einige Teams auf die 5-7 schwören. Die Sache ist halt, es ist eigentlich ein P250 mit mehr Magazin und eigentlich besserem Rüstungsdurchschlag. Und da in der ersten Runde sowieso kaum jemand, weil nicht das ganze Team Kevlar spielt, entscheiden sich halt viele dafür, hier 300 und eine extra Flash sich zu holen. Aber jetzt könnte es sich auszahlen. Gob lenkt auch gut ab, aber Chris J, der muss jetzt mehrere holen. Der holt zwei, der holt drei sogar. Dritter war auch noch ihm, direkt geklaut von Gob. Und damit ist der erste Teil schon erfüllt. Pistol Round für Maus wird jetzt einfach mal da sein. Da gehen wir jetzt mal kackdreist von aus. Chris J, vier Kills von ihm. Und damit bleibt Maus also zumindest noch im Spiel gerade. So, schneller A-Push, man kann es nicht anders nennen, einfach nur mit Gaspedal, aber 4 gegen 3 Position plötzlich, Waffen sind schon da, Farmers und P90 gepickt von den Wolves und zwei Tech 9, die würde ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil ansehen. Defkit ist bei Chris J da, Nicky wird auch noch gepickt. Chris J kann noch einen holen mit seiner SSG und damit scheint dann gerade so dieser eine Moment, wo man sich dann so sagt, so jetzt vielleicht Comeback. Wird direkt wieder von den Wolves unterdrückt. SMF steht da ziemlich gut. Ich denke mal, Gott, eigentlich wird mit ihm rechnen müssen. Trotzdem SMF da gut abgehängt mit der Farmers. 13 zu 4 und Maus muss einmal sparen. Die haben kein Geld. Und auch eigentlich auch die zweite Runde werden sie sehr, sehr low im Geld sein. 1-4, 1-9 ist normalerweise eine Doppelspar für die CTs. Und das ist es, was ich vorhin angesprochen habe. Wahrscheinlich, wenn es jetzt die erste Halbzeit wäre, würde Maus jetzt eine Doppelspar machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste Runde dann Farmers beimachen werden. Und Trouble wird der A vorgeschickt. Vielleicht noch ein bisschen in der Hoffnung, halt eben dann, dass er halt notfalls sagen kann, A ist frei. Oh! Und Fries ist ja mal richtig hier unterwegs. So, und da rächt sich so ein bisschen diese neue CZ. Verschießt aber 12 Schuss oder so gegen Sonix. Weil ihm wirklich nur noch ein Anhaucher gefehlt hat. Da hätte er auch die Kugeln werfen können aus der Hand. Also die einzige Waffe, die da fällt, ist Forest Fries. Forest Bambi Fries.
Und gucken wir mal, Maus. Eigentlich müssen sie halt doppelt sparen, wie gesagt. Also, ihm bleibt wenig übrig. Damit hätten sie das Draw halt schon zugelassen. Bisschen kaufen sie jetzt doch ein, dass sie halt nächste Runde dann natürlich, weil sie davon ausgehen, dass sie die Runde halt verlieren, trotzdem genug Geld haben, sich ein bisschen was zu holen. Aber das ist halt pro forma, es ist eine Spar halt. Das sind drei Leute mit Kevlar. Das ist dann Titan, Eco und wir sehen sie im Equipment Value eigentlich. Muss ich gar nicht wieder über mich diskutieren. Unten wird jetzt gleich mit Jäger Contact. Da gibt es keinen Support. Bisschen schade eigentlich. Würde es vielleicht, glaube ich, auch mehr gefallen, wenn Leger das machen würde und dafür Support dann gleichzeitig noch aus dem B-Haus bekommen würde, weil dann könnte man unter Umständen noch den Refract ziehen. Jetzt ist Gott ein bisschen später da. Und so, natürlich jetzt hat er einen totalen Fokus auf ihn. Da ist natürlich ein bisschen weniger zu holen, als wenn sie wahrscheinlich diesen, ja, diesen Weinkeller pushen halt, wenn es ist schon ein All-In in der Hinsicht. Dann, aber dass wir einfach diesen Weinkeller-Push dann mit einem B-Haus-Push verknüpfen. Auf Trouble kommt es jetzt hier eigentlich an, der muss Fries holen. Ah, Fries aimt da jede Ecke, aber richtig sorgfältig ab. Sonnex jetzt mit der Deagle. Ja, aber das ist auch nichts zu holen gerade. Wieder alleine, wieder gegen 4 und wieder keine Chance natürlich. 15-4, 11 Matchrunden für die Kopenhagen Wolves. Und, na? Mal gucken. Ah, gut. Alles in Ordnung. Ja, und nochmal als Erinnerung. Spoiler absolut, geht absolut nicht. Spoiler, lass den Scheiß sein, ehrlich. Lasst den Leuten ihren Spaß und sagt nicht hier, wenn ihr keine Spoiler habt, schaut nicht, wir wollen keine Spoiler. Dann gibt es auch keine Spoiler, ganz einfach. Ich hoffe, das ist auch einigermaßen klar, warum wir die nicht wollen. Schneller Bego, anscheinend hat Kopenhagen Wolves noch was vor oder sie wollen schnell mit dem zweiten Match anfangen. Wer weiß das so genau. Legia und Gob schon mal drei Frags geholt. Wisst ihr ja auch nochmal, SMF jetzt gegen 4. Das Sonic-Syndrom hier. SMF. Muss jetzt auch langsam mal fallen. Schöne Flash, da die, glaube ich, von Legia kam. In die Smoke rein. Und da, ja, SMF aber mal richtig die Netzhaut verbrannt haben. Das Match war nicht auf Launch, also kannst du dir deine Skins... Ja, achso, deswegen gibt es keine 5000 Zuschauer. Also, dann können jetzt die Leute, die jetzt zugucken, sagen, dass sie davon sich wirklich behaupten, dass sie treue Maus-Fans sind, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht gibt es deswegen auch weniger Flames, die es normalerweise gibt. Also in Zukunft werde ich immer Maus casten, wenn keine CSGO-Launchpads sind. First Track ist auf Seiten von Mausbots, aber den haben sie teuer bezahlt da im Döner. Chris hat einen guten Spot dagegen Chris J. Und Chris J hat dann nicht mitgerechnet. Eigentlich hat, glaube ich, Chris J schon ein bisschen Vorteil. Konnte ihn aber nicht umsetzen. Smoke, wo geht die hin? Kann man die sehen? Schade, kann ich nicht sehen. Aber wird auf jeden Fall jetzt kommen. Aber vielleicht mal bei Sonix und bei Trouble, die hier den Hold vollziehen müssen. Trouble mit einem. Jetzt muss aber auch mal. Ah, Sonix hat die AWP bekommen anscheinend. Der hat Lega wohl mitgebracht. Sonix macht da gleich zwei mit dem Molly zusammen. Incendiary sitzt. Sonix gegen Freeze. Sonix hat ein bisschen Nachteil, auf jeden Fall. Und Trouble muss es deswegen auch regeln. Wichtig auf jeden Fall auch, dass es mal eine starke Runde einfach dabei ist, denn es geht ja eigentlich. Also wie gesagt, ich denke vor allem eben diese schlechte erste T-Hälfte einfach kostet jetzt ihn auch einfach zu viele Nerven, dass man das Spiel holt. Ich glaube, nur Nord konnte es aufgeben. Ich glaube, das war auch damals auf Mirage, als sie dieses 15 zu 6 noch in 15 zu 15 irgendwie geschafft haben. Oder halt die Gegner es geschafft haben. Oder sie es den Gegnern haben schaffen lassen. Aber sonst, ja, wie gesagt, die CT-Seite habe ich auch schon auf das 2 gesagt, als ich es damals gecastet hat. Gefällt mir um einiges besser, als ich es auch erwartet hatte. Als Streamer selber, bin ich auch total ehrlich. Auf der T-Seite scheint es, als würde da noch nicht alles so perfekt laufen. Chris J muss jetzt ja auch aufpassen, hat nur einen Spieler-Support hier von Gob und das wird gleich im B-Haus richtig abgehen. Chris J aber mit zwei soliden Frags
Und Gott hat auch noch einigermaßen Zeit rausgeholt. Das muss auch hier die Runde sein. 15 zu 7. Und Kopenhagen Wolves, das war eine Eco von ihnen. Haben nur eine Waffe gezogen. Das ist sowieso prinzipiell egal. Maus hat jetzt genug Geld, dass sie eh immer nachkaufen könnten. Selbst wenn sie mal viele Waffen verlieren. Aber wir können mal auf die KDs der jeweiligen Spieler schauen. Chris J. jetzt mit 21 Frags. Das ist also ja, natürlich über den Daumen. Ein Frag pro Runde. SMF bisher als einziger noch über diesem Limit. Ein kleiner Mitte-Fake von den Wolves. Die werden also gleich einen A-Split dann versuchen. Ein bisschen Mitte-Faken. Das Problem natürlich bei diesem Mitte-Fake ist jetzt, Leger zieht sich rüber. Wird aber wohl... Wenn sie vielleicht ein bisschen so auf Timing gehen und hoffen, dass dann der Kurzspieler auch wieder rüberschiebt, da wird auf jeden Fall gleich ein richtiges Feuerwerk auf dem A-Spot passieren. Würde ich sagen, bringen wir uns mal in Position und hoffen, dass wir hier eine gute Action erleben. Sonix hat noch den Autotacker und der könnte hier richtig viel Damage machen, der Autotacker. Molly haut auch nochmal gut rein. Sonix fällt jetzt aber auch gegen die AWP, was da wirklich die einzige Schwäche einfach ist. Go hat aber aufgehalten und den diesen Hold auf jeden Fall ging perfekt auf. Und dann eben vor allem aus Sicht von Sonix, der da die Frags gesetzt hat, die kommen mussten. Da gab es eine Flash für Legia eigentlich. Gob setzt trotzdem den Frag, aber die Flash kam von Gob. Ich weiß gar nicht, ob sie Freeze wirklich geblendet hat. Es sah eher so aus, als wäre er so ein bisschen verwirrt gewesen. So hat hier deiner, glaube ich, hat nicht diesen Flash-Bang-Dance gemacht. Aber zumindest jetzt jede Runde, die halt kommt, wo wir es halt sagen, wo wir gerade sehen. Also ich meine, sie haben eine Doppelspar gehabt. Nach einer verlorenen Anti-Eco. Das heißt eigentlich, bis auf die Anti-Eco ist jetzt jede Runde irgendwie in Ordnung gewesen auf der CT-Seite, die sie verloren haben. Aber sie spielen halt jetzt jede Runde eben gegen die Niederlage. Und da wird auf jeden Fall Kopenhagen Wolves, die werden jetzt jede... Die haben einfach jede Runde bisher auch einigermaßen Risiko in Kauf genommen. Und irgendwann wird sich dieses Risiko halt auszahlen. Das ist absolut klar. Diesmal haben sie ziemlich schnell die Mitte eingenommen. Trotzdem prinzipiell nicht schlecht. Sonix steht hier noch und der... Räumt auch hier sehr, sehr gut gerade den Spot auf. Flawless für Maus. Wie gesagt, ziemlich irrelevant, weil Geld brauchen sie eh nicht so viel als Polster. Eine verlorene Runde, das Ding ist gegessen. Aber auch hier eine nette Abschlachtung gegen die Eco und die Wolves also jetzt wieder mit Geld unterwegs. So, Leger mit einem Mitte-Push. Den haben sie, glaube ich, bisher auch noch nicht versucht. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Chris J. mit zwei Frags. Leger auch noch mit einem. 5-on-2 wieder sehr, sehr schnell. Aber Freeze macht den Base-Bot frei. Cillian will den Connector-Flash smoken. Es soll jetzt so ein bisschen B-Fake-A-Go werden. Oh, Chris J. verschießt Onspot gegen Freeze. Und natürlich jetzt ist Maus... Maus braucht jetzt natürlich eine Info. Bombe kann gelegt werden. Und das ist jetzt ein Riesenproblem aus Sicht von Maus. Troubler ist am anderen Ende, muss jetzt erstmal rüberkommen, das kostet 10 Sekunden. Auch Legia und Sonix brauchen noch einiges. Und Freeze kann ja mit der AW easy up-aim, kriegt Legia auf 16 AP runter, pusht jetzt sogar nach. Und da sitzt gerade bei Freeze alles. 4 Kills von Freeze jetzt diese Runde, das war eine absolute Einzelleistung. Und der Cillian kriegt sogar den letzten Frag der Runde mit dieser HE. Also Freeze mit der AW, ja, zerschießt hier gerade Maus in der letzten dann auch Runde. In der, glaube ich, 24. Runde, wenn ich mich recht entsinne. Und damit, ja, ist dem Comeback dann doch ein jähes Ende hier bereitet worden. Das auch wirklich, eigentlich würde man sagen, dass es nicht unbedingt hätte sein müssen. Das ist natürlich jetzt wieder hier einfach gesagt, von meiner Stelle aus. Also als Caster kann ich natürlich da immer sehr gut rumflamen. Aber, ja, hätte auf jeden Fall natürlich mit ein bisschen Glück anders ausgehen können. Ist es nicht. Also, ein auch ziemlich souveräner Sieg für die Kopenhagen Wolves. Dadurch... 3 Punkte oder 2 Punkte, ich weiß gar nicht, wie das in der Serie geregelt ist, hier für die Dänen. Wir sind noch nicht fertig, die Kopenhagen Wolves bleiben uns übrigens auch erhalten, falls sich jetzt einige fragen, was gibt es hier eigentlich noch. Danach jetzt, also nach diesem Match, gibt es Virtus Pro gegen die Kopenhagen Wolves. Das wird in wenigen Sekunden oder Minuten eher anfangen, natürlich da die Kopenhagen Wolves eben noch gespielt haben. Vergesst nicht, eure Coins zu setzen für die Chance auf die GTX 960 von Nvidia. Und das war's also bisher vom ersten Match von mir. Wünsche euch noch einen schönen Abend, egal ob ihr beim Hearthstone
es versucht oder hier, hoffe ich, dass ihr eine gute Unterhaltung habt. Bis dann.